Die Sonne ist schon lange untergegangen. Es ist ein lauer Sommerabend und Alvaro Soler sitzt nach einem Konzert mit ein paar Freunden und einer Gitarre an einem kleinen Lagerfeuer am Elbstrand und lässt den erfolgreichen Abend mit einem Song ausklingen. Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá, la libertad. Olé. Yo, sehr cool, Alvi. Den Song mag ich echt total gern. Danke, und der passt perfekt zum Strand, finde ich. Ihr sucht da drüben. Ich knöpfe mir die Ecke hier vor. Ey, ihr da! Macht, dass ihr verschwindet! Wow, ganz langsam. Also der Strand gehört doch wohl allen, oder nicht? Na, dir bestimmt nicht. Und jetzt mach eine Düse, bevor ich richtig ungemütlich werde. Hey, was soll denn das? Hey Mann, bleib mal cool. Wir können doch über alles... Schnauze! Spinnst du? Hör auf damit! Sonst was! Oh, na warte! Oh, shit! Jungs, kommt mal her! Die Typen, die wollen Stress! Idiot! Kommt, Leute, wir gehen. Okay. Ja, haut ab und kommt nie wieder! Hummel, Hummel, Mordbrand! Ein Radio Hamburg Hörspiel-Krimi. Heute Sommer, Sonne, Strandganoven. Auf dem Polizeirevier ahnt man am nächsten Morgen noch nichts von den nächtlichen Ereignissen. Man hat ganz andere Sorgen. Hauptkommissar Mendenberg versucht nämlich, mit einem Bagger auf einem Parkplatz einzuparken, der offensichtlich drei Nummern zu klein für das Baustellengefährt ist. Mist, das muss doch... Nee, so nicht. Vielleicht so? Mendenberg! Nee, so wird's auch nicht. Mendenberg! Ja, Herrgott, Hansen, was ist? Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, doch leider bleibt mir der Anblick ja nicht erspart. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Machen Sie jetzt eine Umschulung zum Baggerfahrer oder was? Was? Eigentlich muss das Ding hier machen. Was? Ich verstehe kein Wort. Machen Sie das Ding doch endlich mal aus. Oh. Na also, was wollen Sie mir jetzt mit dem Ding? Das Ding, Hansen, ist ein Corpus Delicti und gehört in die Asservatenkammer. War das Arbeitsgerät von einem Bauarbeiter, der 8 Jahre lang damit an der Baustelle zwischen Baumwall und Landungsbrücken gebaggert hat. Ach du lieber Gott. Ja genau, der Typ ist schließlich durchgedreht und damit Amok gefahren. Das kann man ihm fast nicht verdenken. Ich war auch schon kurz davor, das dort mal zu machen. Aber hören Sie, ich wollte mir den ungelösten Fall mit dem Einbruch an der Elbchaussee noch mal vornehmen, wo der Schmuck von Prinzessin Victoria von Schweden geklaut wurde. Ich habe davon in der Zeitung gelesen. Sind Sie dabei? Och nö, also ungelöste Fälle deprimieren mich immer so. Und Adelsgeschichten erst recht. Außerdem muss ich doch jetzt... Außerdem müssen Sie jetzt Ihre Ohren mal gut aufsperren, Mendenberg. Oh je, der Chef. Ja, aber wen hat er denn dabei? Das ist doch Alvaro Soler. Wer ist Lea? Mensch, Mendenberg, Alvaro Soler, der Sänger. La Cintura, kennen Sie doch. Nina. Was machen Sie denn da mit der Hüfte? Weiß nicht, das passiert schon ganz alleine bei dem Song. Mendenberg, Hansen, das ist Alvaro Soler. Hola, buenos días. Hallöchen. Puh, Sie haben ja ein schönes Pfeilchen. Hat da jemandem vielleicht Ihre Musik nicht so gut gefallen? Oh, nicht Ihr Ernst, Chef, oder? Mann. Ja, Entschuldigung. Man hat Herrn Soler gestern Nacht überfallen. Am Elbstrand. 3 bullige Typen. Die sind handgreiflich geworden und haben ihn und ein paar Freunde gewaltsam vom Strand gejagt. Finden Sie raus, wer das war. In dieser Stadt wird niemand gewaltsam vom Strand gejagt. Naja, außer vielleicht Fans von Werder Bremen. Jedenfalls will ich Ergebnisse sehen. Bald. Verstanden? Ja, Chef. Kommen Sie bitte mit, Herr Soler. Da nehme ich Ihre Aussage auf. Ja, gern. Aber sagen Sie doch Alvaro, sonst fühle ich mich so alt. Gerne. Sehr gerne sogar. Haben Sie gehört, Mendenberg? Ich darf ihn Alvaro nennen. Oh, wie toll. Dann lassen Sie das mal bloß nicht zu Kopf steigen. Sie alter Brummbär. Sie sind doch nur eifersüchtig. Ich? Quatsch. Oh, Alvaro. Stets. Das hört er doch. Also gut, dann beschreiben Sie uns doch noch mal den Täter, der Sie und Ihren Bekannten geschlagen hat. Groß, kräftig auf jeden Fall, etwa 1,90, blonde kurze Haare, um die 30, würde ich sagen, dunkle Klamotten, tätowiert am Oberarm auch. Aber an das Motiv, das kann ich mir nicht mehr erinnern. Nee. Ja, ob das hilft, das weiß ich wirklich nicht. So laufen hier viele rum, sonst fällt Ihnen nichts ein? Naja, ich habe ihm auch eine verpasst. Ach, und ich glaube, die haben da was gesucht. Gesucht? Was denn? Keine Ahnung, aber als sie ankamen, meinte der eine zu den anderen, ihr sucht da drüben, ich suche hier oder so ähnlich. Na gut, ich würde vorschlagen, wir sehen uns einfach mal vor Ort um. Vielleicht finden wir Hinweise.
Was meinen Sie, Mendenberg? Ach, echt jetzt? Na komm, das bringt doch gar nichts, Hansen. Die sind doch längst über alle Berge. Jetzt kommen Sie schon. Sie haben den Kriminaldirektor doch gehört. Und ein Ausflug an den Elbstrand wird Ihnen gut tun. Na gut, weil Sie es sind. Bis später, Alvaro. Und danke für Ihre Aussage. Gerne, bis später. Hasta luego. Alvaro, oh Alvaro, bis später. Psst. Die Sonne brennt vom Himmel und ein laues Windchen geht, als Mendenberg und Hansen am Elbstrand ankommen. Zahllose Sonnenanbeter haben sich am Strand niedergelassen und genießen das gute Wetter und den leichten Geruch von Schiffsdiesel, der in der Luft hängt. Hansen, nicht so schnell. Oh, durch den Sand laufen, das ist echt anstrengend. Sagen Sie mal, Chef, waren Sie mit Ihrem Bagger hier? Nee, warum? Na, schauen Sie sich doch mal um. Hier sind überall Löcher gegraben worden. Ja, Tatsache. Und richtig Tiefe dazu? Ja, wer macht denn sowas? Na, vielleicht die Typen, mit denen Alvaro gestern Nacht Stress hatte. Oh, der Arme. Oh, Alvaro, komm doch bitte mit, Alvaro, damit ich dich befragen kann. Alvaro. Na bitte, Sie sind eifersüchtig. Ja. Kommen Sie, wir sehen uns hier um. Blödsinn, also das ist doch wirklich lächerlich. Ich bin doch nicht eifersüchtig. Und was soll das bringen, wenn wir uns hier umsehen? Das ist so offensichtlich, dass Sie eifersüchtig sind. Aber machen Sie sich keinen Stress. Ich mag Sie auch ein ganz kleines bisschen und, hey. Was? Hey, kommt jetzt ein Geständnis, dass Sie mich schon lange aus der Distanz verehren und ja, vielleicht einfach nicht den Mut hatten, mir Ihre Gefühle zu zeigen? Mendenberg, seien Sie nicht albern mit. Hey, meine ich den Typen da? Sehen Sie den? Wen? Den Fleischberg mit dem Siegelring, der da hockt und grimmig guckt? Ja, fällt Ihnen was auf? Groß, kräftig, etwa 1,90, blondes, kurzes Haar, um die 30, dunkle Klamotten, tätowiert am Oberarm, na, klingelt da was? Ja, komm, so laufen hier Hunderte rum und... Ja, Moment, so hat Alvaro den Typen noch beschrieben. Genau, Sie sind eifersüchtig und er hat eine Schaufel und außerdem eine Schramme an der Stirn. Kommen Sie mit! Ich bin wirklich nicht eifersüchtig. Sie da, stehen bleiben! Wollt ihr Ärger oder was? Hansen und Mendenberg von der Kripo Hamburg, was machen Sie hier? Ach nee, die Bullen. Ich sitze hier einfach nur rum. Ist das verboten? Das sehen wir gleich. Was haben Sie mit der Schaufel vor? Haben Sie die Löcher hier gegraben? Nee, habe ich nicht. Ich habe einfach eine Schaufel und sitze hier rum. So wie die ganzen Kiddies da drüben, die eine Sandburg bauen. Ihr könnt die ja verhaften, wenn euch langweilig ist. Sie haben aber kein Andenken von Alvaro Soler an der Stirn, so wie Sie. Alvaro wer? Ich verstehe gar nichts. Was? Sie kennen unseren Alvaro nicht? Na komm, ist kein Problem. Wir erklären es Ihnen auf dem Revier. Los, kommen Sie mit. Hey, ich habe auch Rechte. Ja, und eine harte Linke, soweit wir wissen. Auf geht's. Mendenberg und Hansen nehmen den Typen mit aufs Revier. Auf der Fahrt schweigt er verbissen. Das klingt dann ungefähr so. Wenig später sitzen sie mit ihm im Verhörraum. Okay, Schnuckelchen, du heißt also Mike. Du bist vor 2 Wochen nach einem 5-jährigen Urlaub auf Staatskosten aus dem Knast gekommen, wie uns der Computer gerade verraten hat. Mike, erklär uns doch mal, wo du gestern Abend so gegen 11 warst. Und wenn uns die Antwort gefällt, dann kannst du weiter deine Sandburgen bauen. Da war ich zu Hause, hab Fernsehen geguckt, allein. Ach ja? Was kam denn im Fernsehen? Dokumentarfilm über Eisenbahn. Eisenbahnen? Ach so, und weil der Film so langweilig war, haben sie sich zur Unterhaltung ins Gesicht gehauen, was? Nö. Ich hab 2, 3 Bier drin gehabt und bin gestolpert und dann gegen den Wasserhahn gefallen. Ja, nee, klar. Warten Sie mal kurz, bin gleich zurück. Oh, hallo Alvaro. Hey, hallo. Hoffe, Ihnen ist nicht langweilig geworden. Und? Ist das der Typ, der Sie gestern angegriffen hat? Naja, also ist durch den Spiegel sehr schwer zu erkennen und es war halt dunkel, ne? Und ging alles so schnell, aber... Aber? Ich denke schon. Wenn mein zugeschwollenes Auge mich nicht täuscht. Ach ja, Ihr Auge. Frau Hansen? Was machen Sie da? Ja, was schon? Wir sind ganz allein. Es ist dunkel und ich... Ich sehe mir Ihr Auge ganz genau an. Ist das nicht etwas nah? Nein, nur so kann ich den charakteristischen Abdruck auf Ihrer Haut erkennen, den da offensichtlich ein Siegelring hinterlassen hat. Vielen Dank. Bis gleich. Zeigen Sie mir mal Ihren Ring. Mein Ring? Wieso? Los, Pfoten her. Nee. Hansen, Sie können ja richtig streng sein. Aha, ein Siegelring mit 3 Kronen. Hab ich mir doch gedacht, das ist genau der Abdruck, den man auf Alvaro Solers Gesicht sieht. Was? Wow, Hansen. Also Mensch, das ist ja
Das ist ja mal richtige Polizeiarbeit. Oh, nö. Jetzt geben Sie doch zu, dass Sie das waren gestern Abend. Ja, aber... Na? Ich war das. Aber bitte, ich will nicht wieder in den Knast, ey. Das Ganze war echt ein Missverständnis. Die haben halt an unserem Stammplatz gesessen und wollten nicht gehen. Und dann, naja, dann kam es halt zum Streit. So? Und aus lauter Wut hast du dann den Strand umgegraben, wie? Ach komm schon, Mike. Was habt ihr da gesucht? Wir wollten eine Sandburg bauen. Ja, ich weiß, es ist peinlich, aber naja, war halt echt so. Na klar. Und in der Burg wollten sie dann Prinz und Prinzessin spielen und... Chef, das ist es. Hä? Was? Was ist es? Die Prinzessin in der Burg. Victoria. Ich verstehe kein Wort. Geht's Ihnen gut? Moment. So. Hier. Der ungelöste Einbruch an der Elbchaussee. Vor 5 Jahren war Prinzessin Victoria von Schweden zu Besuch in Hamburg. Damals residierte sie in einer Villa an der Elbchaussee, in die nachts eingebrochen wurde. Die Diebe entkamen mit ihrem Schmuck wohl über den Elbstrand. Die Beute wurde nie gefunden und in der Presse wurde nicht darüber berichtet, um diplomatische Verwicklungen zu vermeiden. Und jetzt raten Sie mal, wie das Wappen der schwedischen Könige aussieht. Das weiß ich nicht. Wie ein Billigregal? Ach, Quatsch. Es sind 3 Kronen. Oha, das habe ich doch gerade irgendwo schon mal gehört. 3 Kronen, so wie auf Mikes Ring. Geben Sie es zu, Mike. Sie haben den Bruch damals gemacht und bis auf den Ring die komplette Beute am Strand vergraben. Das war ich. Dann hat man mich wegen einer anderen blöden Sache geschnappt. Und bevor ich die Beute holen konnte, und ich saß jetzt 5 Jahre im Bau. Ich wollte doch nur den Schatz ausgraben und dann wäre ich jetzt Tennislehrer auf Mauritius. Und ich hätte dem Staat dann auch nie wieder auf der Tasche gelegen. Ist das denn wirklich zu viel verlangt? Ach, das ist so traurig, dass das nicht klappt. Aber wissen Sie was? Es hat auch was Gutes. Ach ja? Was denn? Dass ich jetzt den Bagger von der Amokfahrt nehmen kann und nach der Beute suchen werde. Das machen Sie nicht. Das mache ich doch. Na gut. Dann verhafte ich hier unseren Mike und gehe danach mit Alvaro am Elbstrand eine Pina Colada trinken. Oh, das ist nicht ernst. Und ob, schauen Sie zu. Alvaro, haben Sie Lust, an den Strand zu gehen? Ach, warum nicht? Gern. Ha. Sehen Sie, Mettberg? Alvaro. Nehmen Sie mich doch endlich fest, ganz fest. Ah, er kann Sie hören, Mendenberg. Ja, er hört Sie schon die ganze Zeit. Mir egal, dafür höre ich euch gleich nicht mehr. Yippie! Hallo? Und was ist jetzt mit mir? Hummel, Hummel, Mordmann! Ein Radio Hamburg Hörspiel-Krimi. Buch Simon X. Rost. Produktion Christian Stemmern. Idee und Redaktion Simone Terbrack. Und das erwartet euch in der nächsten Folge. Wir haben einen Fall und was für einen. Meine Tochter wird mich vergöttern. Was ist los? Wurde bei Ricky Martin eingebrochen? Ricky Martin? Wie alt sind Sie denn? 70? Nein, unser neuer Fall sind die Lochis. Folge 17 erscheint am 6. Oktober um 12 Uhr.